Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin damit Sim Schimschek. Uns geht heute darum, dass unsere Katze Saskia sich hier zu Hause eingelebt hat. Im ersten Moment, wo sie immer auf dem Balkon war oder eine Zeit lang auf dem Balkon war, hat man halt immer gedacht gehabt, sobald die Tür auf ist, dann wird sie sofort weglaufen. Gerade in letzter Zeit, nachdem ich sie kastrieren lassen hatte, hat sie sich immer vor mir versteckt gehabt und sie war auch immer sehr angespannt. Und sobald sie halt meine Nähe gespürt hat, hat sie sich gleich versteckt. Ja, und wir haben sie halt dann zu Hause auf dem Balkon weiterhin gelassen, bis die Kitten halt ein bisschen größer werden. Also ihre eigenen Kitten oder auch die anderen Kitten, bis da auch einige von denen die erste oder zweite Impfung auch hatten. Und so, wenn man die Tür aufmacht, dass sie dann auch automatisch wieder dann ins Haus reingeht. Also ins Haus, Entschuldigung, auf dem Balkon, wo sie es auch gewohnt ist. Ja, und deswegen hatte ich jetzt vor ein paar Tagen die Tür dann aufgemacht und ich habe gesagt, wenn sie jetzt weg ist, ist sie weg, wenn sie bleiben will, soll sie bleiben. Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Ja, dann ist die hier im Haus rumgegangen, die war 2 Tage im Haus und dann war sie am 3. Tag verschwunden. Ich dachte, wo ist die oder wo will die hin oder wo ist sie hingegangen? Dann war sie unten auf dem Balkon und wir haben sie dann im Live-Video da wieder reinbekommen, was ich mir auch, ehrlich gesagt, viel schwieriger vorgestellt hatte, dass man sie hier wieder hat. Ja, und seitdem ist sie entweder vor der Haustür hier gleich oder sie ist hier auf der Couch oder sie hält sich halt allgemein im Haus mehr auf, nicht mehr auf dem Balkon. Und ihre Kitten sind auch bei ihr in der Nähe und sobald sie miaut, gehen auch ihre Kitten gleich immer zu ihr. Und es ist auch nicht nur, dass Saskia sich ans Haus gewöhnt hat, sondern die anderen Katzen, so wie Sunny, die ist hier gerade neben mir, ich kraule sie hier nebenbei, oder der kleine Schwarze oder die Kitten von Saskia oder der Opa Selim, der kommt manchmal rein, läuft wieder raus. Der Einzige, der auf dem Balkon fest geblieben ist, ist der Sandro. Der kommt halt nicht ins Haus rein. Ansonsten die Afrikaner oder die Saskia oder alle anderen Katzen haben sich jetzt hier im Haus eingelebt, wie als wenn sie schon immer hier im Haus wären. Hier miaut auch gerade einer rum. Welcher ist das von denen? Das muss einer von den Kleinen sein. Und die kleinen Kitten von Saskia, die schlafen auch hier im Haus drinne. Gehen in diese Kuschelbetten rein, das heißt, ihnen ist draußen auch ein bisschen kälter und die haben sich hier ans Haus ein wenig gewöhnt. Ja, und gestern ist auch das Kitten von Saskia, hat sich dann an den Pirat gekuschelt gehabt, das habe ich auch gefilmt gehabt, das werde ich dann später teilen. Ich habe vergessen, euch das zu teilen, damit ihr sehen könnt, was das für ein süßer Anblick ist, wo dort auch das Kitten von Saskia sich dort an den Pirat angekuschelt hat. Das ist wirklich ein sehr, sehr süßer Anblick und das zeige ich euch dann. Ne? Ja, und ansonsten sind die Behandlungen gehen von den ganzen Katzen weiter. Wir haben jetzt in 2 Tagen keinen Verlust gehabt, zum Glück von denen, die beim Tierarzt sind. Die sind alle in Behandlung und ich hoffe, dass die auch bald alle wieder nach Hause kommen. Es ist ja noch eins von dem Seher Resort Hotel da, das Miramar-Kitten lebt noch, das mit den kranken Augen, mit dem Fib-Krankheit lebt noch. Der Kleine vom Nena Hotel, der Getigerte lebt noch und dann leben noch die 2 grau Getigerten vom See the Story Hotel oder unsere Gretel oder der Teddy, die leben noch alle und denen geht es allen gut und die machen alle gute Fortschritte und ich hoffe auch natürlich, dass die gesund werden und dass die auch nach Hause kommen, die ganzen Katzen, die wir gerade beim Tierarzt sind. Außerdem fahre ich auch zurzeit mit 6 Katzen täglich zum Tierarzt wegen Schnupfen und wegen Immunsystemstärke. Das Kitten von Saskia, das kleine dünnere und der schwarze vom Automotor bekommen ja jeden Tag Glycerin vom Tierarzt, dass das Immunsystem stärker wird, denn die waren halt auch ein bisschen dünner und ein bisschen langsamer, schwächer als andere. Und deswegen hat sich nochmal kontrollieren lassen. Der Tierarzt hat alles durchgecheckt gehabt und er meinte, dass sie halt dann, um auf Nummer sicher zu gehen, 4 Tage jetzt für Glycerin zum Tierarzt kommen sollen, dass sie halt jeden Tag Medizin bekommen. Ja, und eine Getigerte, der fast überfahren wurde von der Frenseki, hat ja auch Schnupfen. Das Kitten von Zongül, das Getigerte und Mini-Pirat haben auch Schnupfen. Die sind jetzt auch seit ein paar Tagen immer zum Tierarzt und dann sind die jetzt auch wieder morgen das letzte Mal beim Tierarzt und dann müssen die ja nicht mehr zum Tierarzt, ne? Ja, unser kleiner Emil, der hat halt was mit den Mandeln. Ich habe ihm auch einen Test machen lassen. Es ist keine
es ist kein negatives Bild, das Blutbild, und das ist halt was mit dem Mandeln, weil der hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil der immer so ganz ruhig war und sich kaum bewegt hat und immer nur auf meinem Kissen in meinem Kopf schläft. Hat mich das ein bisschen beschäftigt und ich habe ihn gestern einen Test machen lassen, aber das ist alles negativ. Und da muss halt jetzt wegen den Mandelbehandlung ein paar Tage auch zum Tierarzt. Ne? Ansonsten ist alles im grünen Bereich und wir hoffen auch, dass das so bleibt. Und wir können uns auch gleich nochmal die ganzen Katzen anschauen, was die alle machen. Aber ich möchte hier noch ein kleines Thema hier kurz ansprechen, und zwar bezüglich der ganzen Fake-Profile mittlerweile bei Facebook. Ich habe vorhin auch wieder etwas geschickt bekommen, dass eine Seite oder ein Profil Cats Gold heißt. Also meine Seite heißt Cats and Gold. Die Seite heißt Cats Gold, die schreibt die Leute an und bettelt um Geld, bettelt um Spenden, sagt, dass es eine kranke Katze gibt, eine Perserkatze, die behandelt werden muss und ganz dringend Geld gebraucht wird. Oder im Allgemeinen gibt es unter den Beiträgen mittlerweile sehr viele Scammer, die dort auch immer schreiben, hier die Adresse von Ahmed. Ich habe mit Ahmed geschrieben, das ist die Seite von Telegram. Oder es gibt viele komische Namen mit amerikanischen Namen, die immer schreiben, hallo Schatz und dein Profil gefällt mir und schick mir bitte eine Freundesanfrage. Also was ich hier sagen wollte, das sind alles Betrüger, das sind alles Abzocker, vor denen sollte man bitte vorsichtig sein. Ich verlange hier von niemandem Geld, ich schreibe hier niemanden an, ich bitte hier niemanden um Spenden, ich schreibe niemanden privat an, dass man hier mir bitte Geld schicken soll, weil ich für eine Katze in Behandlung habe. Sowas würde ich niemals machen. Das wollte ich hier nochmal ansprechen. Man hat hier mittlerweile sehr viele Leute bei Facebook und die Seite hat mittlerweile fast 100.000 Follower, die Seite Cats and Gold. Und deswegen kommt man auch halt ins Visier von vielen Scammern oder auch von vielen Neidern, die auch einen nichts gönnen. Die versuchen dort immer einen schlecht zu machen. Ich habe hier auch sehr viele Menschen kennengelernt. Zu Anfang hat man halt immer gedacht, das sind Menschen, die wirklich zu einem halten, die für einen tun, und das hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich Leute, die für einen eigenen Profit was da haben wollen, oder Leute, die sich halt nur wichtig machen wollen, Leute, die zu Hause nichts zu tun haben und psychische Probleme haben oder auch Alkoholprobleme haben oder andere Sachen einnehmen, konsumieren. Also es gibt halt Leute mit der Zeit, wo man die merkt, dass die halt nicht gut sind und dass die halt dort wirklich was ganz andere Ziele haben, die sind auch mit der Zeit immer ausgeschlossen. Wie zum Beispiel letztens diese Person mit den 36 Fake-Profilen, was aber 39 sein sollen, diese Martina Moser, Tina Minusch oder wie auch immer heißt, mit ihren Igor-Igor-Profilen. Also die hat dort 36 Profilen. Solche kranken Leute werden bei mir sofort ausgeschlossen. Oder noch ein Highlight dieses Jahr, was ich dafür ganz, ganz wichtig gefühlt hatte und auch immer hier viel kommentiert hatte, gemacht hatte und auch in den Gruppen immer viel geteilt hatte, und wo man dann etwas nicht erschienen ist zu einem Gruppentreffen, dann einen hier voll dumm angemacht hat über die Privatmessage, zum Beispiel ein Frank Caroli, das war ja auch ein großer Highlight, aber der Typ hat ein riesengroßes Alkoholproblem, das habe ich ihm auch richtig angemerkt gehabt, auch allein wo der bei mir war oder wenn man mal irgendwo war, der hat also definitiv ein richtiges Alkoholproblem, dieser Frank Caroli, der ist auch ausgeschlossen, dass das auch einer der Privatleute zum Beispiel anschreiben kann und alles Mögliche. Ich habe mit dem gar nichts zu tun. Er wird auch nicht mehr in meine Seiten reinkommen und wird auch hier nie wieder mehr was von mir mitbekommen. Das kann ich auch nochmal sagen. Oder da war nochmal eine ganz gestörte, die auch immer Leute privat anschreibt, die Iris Wählen. Das war auch eine ganz kranke Frau. Das waren so dieses Jahr die Highlight-Krankenleuten, diese drei Personen, die auch immer viele Leute privat angeschrieben haben und auch viele Leute belästigt haben oder auch Sachen erzählt haben oder auch gemacht haben, die dort gar nicht stimmen. Aber wie gesagt, das sind Leute, die halt viele Probleme haben und auch wie gesagt gestört, geistig gestört, krank, Alkoholiker oder weiß ich nicht, was sie haben. Auf jeden Fall, das sind so Leute zum Beispiel, drei Personen, die die Leute auch anschreiben, machen und tun, diese Iris Wählen, dieser Frank Caroli oder dieser Tina Minusch oder sowas. Von daher, diese Leute haben mit meiner Seite nichts zu tun und sie sind alle bei mir rausgeflogen. Und die werden auch nie wieder in meine Seite reinkommen. Von daher, wenn ihr von solchen Leuten angeschrieben wird, bitte nicht reagieren, gleich blockieren. Oder solltet ihr zum Beispiel von Scammern angeschrieben werden, dass ihr Geld schicken sollt, dass ich Spenden haben will, dass ihr sich für mich darstellt als Ahmed oder sowas. Daher
auch solche Leute sofort bei Facebook das Profil melden und auch gleich blockieren, denn ich verlange von niemandem Geld, wie gesagt, und ich schreibe auch niemanden an, dass ich eine kranke Katze habe, dass ich dafür Geld mache. Ne? Also daher, was ich hier nochmal sagen wollte, seid bitte vorsichtig vor vielen Leuten, die dort die Leute anschreiben oder irgendwelche Scammer sind und dann von den Leuten per Privatmessage Geld verlangen. Bitte vorsichtig gleich blockieren und nicht darauf reagieren. Ne? So, dann können wir mal schauen, was hier die Katzen machen. Ich hoffe, das ist jetzt auch hier einigermaßen klargestellt mit den ganzen Fake-Profilen und mit den ganzen gestörten, kranken Leuten. Vor allem dieses Jahr hatten wir wirklich viel Stress durch so viele Leute, die halt auch leider ein bisschen gestört sind. Ne? So, dann drehe ich einmal die Kamera und wir können dann hier schauen, was sich hier alles getan hat. Schau mal, da unten ist das kleine Kitten, was jetzt ein paar Tage beim Tierarzt war. Das war 4 Tage oder 5 Tage, so jetzt wegen Schnupfen beim Tierarzt. Wenn er mich sieht, läuft er gleich weg. Jetzt läuft er gerade runter. Und da hat die Elif gesehen. Ja, die Katzen werden auch zu Hause immer mehr. Na Thomas, heute habe ich an dich gedacht, glaub, wo du wohl bist. Ich habe dich seit ein paar Tagen nicht gesehen. Also ein paar Tage ist jetzt 2, 3 Tage mal bei mir. Und wo treibst du dich auf? Und jetzt bist du wieder hier. Der frisst gerade. Hier sieht man die Sunny, die ja auch vom Balkon kommt. Und schaut mal, hier ist unser heutiges Thema. Das ist einmal die Saskia. Und ihr Baby ist gleich neben ihr. Und da sieht man die Saskia, dass sie sich hier wirklich sehr, sehr wohlfühlt hier zu Hause, und ihr Baby ist auch gleich neben ihr und die Sunny ist auch immer im Haus. Also wie gesagt, die haben sich hier sehr schön und sehr gut an das Haus gewöhnt. Und hier sieht man den kleinen Schwarzen vom Automotor. Da sieht man die Kleine oder den Kleinen, und da sieht man das Enkelkind. Ja, und Sunny, wie wir sie kennen, die ist immer bei mir in der Nähe. Und da sieht man die Katja. Da sieht man die Phillies, hier sieht man die Zarte, da sieht man die Zicke, da sieht man die Petra, aber da sieht man, dass einige hier zu Hause sind. Da sieht man einen der Afrikaner. Also die haben sich sehr, sehr gut getan, die Afrikaner. Ja, schau mich nicht so an, Sunny, ich bin doch hier. Ich bin doch hier, Sunny. Da kommt der kleine Schwarze auf mich zu, wo der wohl hin will. Ja, was ist, Sunny? Hm? Elif, bei dir auch alles gut? Hier sieht man Stiefkitten, der mittlerweile auch die anderen Katzen alle in Ruhe lässt. Und die Kitten, der war ja eine Zeit lang immer sehr aggressiv. Und schaut mal, da ist der kleine süße Schatz. Ich mach mal
das Licht aus, da kann man seine süßen Augen besser erkennen. Und auch sein Blick, den Antennenschwanz hat er nicht mehr. Sunny, alles gut. Und Afrikaner ist auch hier. Also die haben sich alle gut ans Haus gewöhnt, muss man sagen. Und schau mal, wo Jutta sich versteckt. Ja, und hier sieht man Saskia. Na, Saskia, hast du keine Angst mehr? Du hast gesehen, dass ich nichts Böses will. Dass ich nur wollte, dass es dir gut geht. Oder? Hast du es gemerkt, Saskia? Jetzt versteckst du dich nicht mehr, ne? Wirklich eine sehr, sehr hübsche. Und das Kind sieht ja genauso aus wie sie, nur ein klein. Und so sieht man, wie jetzt die Saskia hier ihr Leben genießt. Das soll sie auch, wie die Elif. An alle Leute, die die Seite noch nicht lange folgen. Die Saskia hatte in einem Hotel Babys bekommen gehabt. Das war auf dem Balkon eines Zimmers vom ersten Stock. Die Babys waren ein paar Tage alt. Ich glaube, 3 Tage war das. Und das waren englische Urlauber und die haben gesagt, dass sie das Zimmer verlassen. Also der Urlaub nähert sich dem Ende zu. Und die haben dann gefragt im Hotel, was dann aus der Katzenfamilie dann wird, wenn sie abreisen. Die meinten, wenn die nächsten Gäste sie auf dem Balkon haben wollen, dürfen die bleiben. Wenn nicht, wären sie da weggebracht. Ja, und wo hätte man dann so eine Mama mit ihren neugeborenen Kindern wohl hingebracht, ne? Also bestimmt nicht in der Hotelanlage irgendwo gelassen. Und wo ich das gelesen hatte, kann ich mich halt bei sowas nicht zurückhalten. Dann war ich in dem Hotel und habe die Katzenfamilie geholt und habe sie hier zu Hause aufgenommen. Leider ist einer der Gelben von denen in den ersten Tagen gestorben. Und heute sieht man, was aus denen geworden ist. Dass sie jetzt hier zu Hause auch ein tolles Leben haben. Nicht wahr, Saskia? Und was ist mit dir, mein kleiner süßer Schwarzer mit den kranken Augen? Was ist mit dir, Sunny? Sei nicht eifersüchtig auf den Schwarzen. Der hat sich auch sehr gut getan. Seine Fettbehandlung macht gute Fortschritte. Der hat auch gut was zugenommen wieder. Also diese Medizin ist wirklich gut. Ja, dann schauen wir mal, was hier auf dem Balkon los ist. Der Lucifer und der Arno sind ja sehr gut miteinander. Die sind dort an dem einen, bei der einen Bahn und spielen da gerade zusammen. Hier sieht man Pünktchen. Ja, und na, Mini-Pirat, warst du gerade in einem Häuschen drin? Ja, und da sieht man, dass sie gute Freunde sind. Herr Mini-Pirat, die Häuser sind für dich, der könnte gerne drinnen schlafen. Geh mal da rein. Und da sieht man, wie schön die miteinander spielen. Der Luzifer ist ja auch hier aufgewachsen.
Der schiebt den Ball weg und der schiebt ihn zurück. Seht euch das mal an. Das ist echt ein sehr süßer Anblick. Und Opa Selim ist da oben und schaut sich das da an. Von da oben. Und das ist mal die Songül. Ja, und unser Sandro hat hier sein eigenes Bett. Der fühlt sich hier wohl und er geht nicht vom Balkon raus. Das ist hier sein Zuhause. Der fühlt sich hier sehr wohl auf dem Balkon. Ja, da sieht man, wie viel sich der Sandro fühlt. Mittlerweile. Ja, und Opa Selim hat keine Freunde. Das ist ein absoluter Einzelgänger. Aber der ist auch hier und ist nicht weggegangen. Kleine Schwarzes hier. Na, jetzt kommt Sandro zu mir. Na? Na, Sandro, alles gut. Ja, und die Kitten von Songül laufen immer noch Songül hinterher. Sie verlässt das Haus mittlerweile wegen den Kitten. Sie hat echt keine Lust auf ihre Kitten. Mittlerweile. Ja, das gibt ja kein Ende, wie sie da spielen. Und was ist mit dir? Du schläfst hier auch drinnen, ne? Der hat Schnupfen, der Kleine. Der läuft von mir weg, wenn er mich sieht, weil ich jetzt zum Tierarzt fahre jeden Morgen. Aber das ist hier sein Haus. In dem Haus schläft er. Da unten. Ja, und schaut mal, der Balkon ist wieder belebter. Da stehen alle Kisten bereit für den Tierarzt. Morgen müssen aber, wie gesagt, zwei nicht mehr zum Tierarzt. Jetzt geht Songül da oben hin. Der Schwarze und das Kind von Saskia müssen nicht mehr zum Tierarzt. Das heißt, morgen sind drei Boxen. Arno ist auch in das Häuschen reingegangen. Ist ja schön, dass die in die Häuser reingehen. Das heißt, wenn einige schlafen gehen. Können sie da reingehen. Und hier sieht man Saskia, ihr Kitten und Sunny. Und da sieht man das Enkelkind. Ja, Elif, du willst gern gekraut werden, ne? Ganz kurz, Elif, wir sind nämlich gerade auf Sendung. So. Na, Toni?
Alles klar. Also der Toni frisst kein Nassfutter, aber dieses Futter von Buzita, das frisst er wirklich sehr gerne. Der frisst normalerweise kein Nassfutter. Hier, Toni. So, ich rühre das ein bisschen rum. So. Oder willst du lieber Leckerlis? Lilly wohnt auch wieder hier. Ich muss jetzt in den Keller für das Gas, daher gebe ich immer die hier drin, ne? Toni, nicht streiten, ist deine Leckerlis. Hier, Lilly, du hast da deine Leckerlis. So, was streitest du dich mit ihm? Warum? Na, jetzt kommen die alle an. Muss ich, glaube ich, doch in den Keller gehen. Saskia, schau, Opa Selim ist auch da. Opa Selim weiß auch, was Leckerlis sind. Hört auf zu streiten. Ich glaube, wir müssen jetzt mal eine kleine Leckerli-Runde machen. Dann geht es weiter. Denn ich habe jetzt überall trockene Leckerlis reingetan. Und dann bekommen sie noch Stangen dazu. Opa Selim wartet auch dort hinten. So, dann machen wir noch ein paar Leckerli-Stangen dazu. Ach, Sandro, du bist ja auch reingekommen. Warte, meine Pirat, du bekommst von Leute. Na, Toni, magst du den nicht? Muss ich in den Keller oder was? Willst du deine Whiskers-Dinge haben? Dann haben wir jetzt auch überall Leckerli verteilt, nicht wahr, Bunte? Da sieht man auch, dass sie zufrieden sind. Und die Lilly hatte sich mit Toni gestritten und schon mal Toni frisst gerade über die Leckerli-Stangen. Ich habe mal Opa Selim hat da rascheln gehört und schon ist er da. Und die anderen Kitten sind auch da unten. Die Kitten von Saskia, Sunny, Enkelkind. Afrikaner. Na, was schimpfst du?
mein Opa Selim läuft gleich weg, wenn er mich sieht. Und da ist der kleine Schwarze, schaut mal, der süße Schatz. Seht ihr das? Von wo der Ausschau hält? Und schaut mal hier, das kleine süße Baby, wie wohl es sich fühlt und da schläft. Wie gesagt, 4 Tage hat es jetzt Fellisterin bekommen beim Tierarzt, sie und der kleine Schwarze. Die Jutta ist auch neben mir. Und da sieht man jetzt auch die ganzen Katzen. Jetzt sehe ich hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Katzen sehe ich hier gerade. Auf dem Balkon ist der kleine süße Schwarze. 29 Katzen. Der spielt gerade mit einem Spielzeug. Dass wenn die dich jetzt zählen konnte. Na, Zicke, du hast dir einen tollen Schlafplatz ausgesucht, ne? Na, Sunny, schau mich doch nicht immer so an. Alles gut. Sunny, nicht streiten mit dem Enkelkind. Enkelkind. Komm raus, da. Hör auf zu streiten. Und der Balkon ist echt zum Spielplatz geworden. Schaut mal, sogar der Schwarz mit den kranken Augen ist hier toll am Spielen. Der Arnor. Jetzt kommt Fistik auch zum Spielen her. Da sieht man, wie schön die spielen. Den mal spielen. Ja, ich glaube, dich hat es auch sehr mit dem Schnupfen erwischten Enkelkind. Soll ich dich wieder mit dem Kescher fangen? Du musst aber wieder ein paar Tage beim Tierarzt bleiben. War ein bisschen besser geworden. Und da sieht man, der kleine Schwarze wieder schläft. Nochmal. Jetzt ist die Heidi da. Jetzt kommt der Freund rein. Na, Freund, du hast bestimmt Leckerlis gehört, ne? Der mag ja auch Leckerlis sehr. Der kleine Freund. Jetzt kommt einer der Afrikaner.
Schaut mal, unser Toni, der hübsche Kater da oben. Na, Prinz Sandro, was willst du da unten? Schau mal, das passt dem Prinz nicht. Nicht, dass er dich haut. Wo willst du hin, Sandro? Was macht dich da so neugierig? Soll ich dich wieder hochbringen? Ach, Emil, du schaust so traurig. Alles gut, Emil. Du liegst doch gleich neben mir, ne? Du weißt genau, dass ich alles für dich tun werde, dass du wieder gesund wirst. Du brauchst nicht hier mal so krank neben mir zu liegen, okay? Ich verspreche dir, dass ich alles für dich tue, das weißt du doch. Wir haben gestern ein komplettes Blutbild für dich machen lassen und dein Blutbild ist ganz in Ordnung, das weißt du doch. Schön, dass du wenigstens schnurrst, Emil, ne? Alles gut, mein Schatz. Ja, genießt es. Dein Auge tränt, wie kommt das? Lass den Sandro in Ruhe. Lass den in Ruhe. Sandro, ich bin nicht gleich wieder hoch. Pss, 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 pss. Jetzt kommen die Hira vom Keller raus. Hört auf, den zu mobben. Ja, das Beste wäre natürlich, man findet für ihn ein Zuhause für den Sandro. Na, Hira, deinem Bruder geht's aber nicht gut, das weißt du, ne? Das weißt du, ne? Emil, schau nicht so traurig. Du bist doch in Behandlung seit 3 Tagen. Du bist doch in Behandlung, schau nicht so traurig. Poldi ist immer hier, in der Früh, in der Nacht, am Abend. Ich höre immer seine Glocke. Hermine Thes hat ihn ein Halsband mit einer Glocke gemacht. Drache, was machst du hier? Hm? Was machst du hier? Ja, nix, Mau. Was willst du von den Katzen hier? Warum verprügelst du die? Drache, was soll das, hm? Drache, lass bitte die anderen hier in Ruhe, okay? Okay? Sonst muss ich dich hochbringen. Du hast sogar dein Halsband verloren von den ganzen Streitereien und du hast jetzt ein neues von mir bekommen. Das kann aber sicherlich noch kommen. Das ist auch ein Kater mit einem Auge. Den habe ich 2020 behandeln lassen. Da wurde sein Auge rausgemacht.
Und Drache, du bist wirklich einmalig. Du bist einfach Drache. Und der geht nochmal Wasser fressen. Hier haben die immer frisches Wasser und Futter da stehen. Und Sandro läuft da drin auch rum. Aber alles gut. Sandro geht gerade in Richtung Keller. Nee, Kitten von Zornkühl. Du bleibst jetzt da. Oh, das ist hier richtig zugewachsen. Ich schau mal, ob ich hier überhaupt noch durchkomme. Ich muss mich ein bisschen bücken. Muss mal dem Gärtner sagen, dass er das hier wegschneiden soll. Und ich komme hier nicht durch. Ist zu stachelig. Hab's ein bisschen hoch gemacht. Die bunte Mama läuft auch von mir weg, wenn sie mich sieht. Na, was ist mit dir? Riesen ein Auge. Da hat es so ein kugeldickes Auge. Peanut, was machst du hier? Was machst du hier, Peanut? Warum kommst du nicht nach oben? Also Peanut und der Drache sind auch hier. Unten. Ist in dem Garten jemand? Ne. Das habe ich durch Zufall gesehen. Und wenn man hier vom Katzenfeind von Baum eine Mandarine gepflückt. Mal sehen, ob die schon reif sind. Der Katzenfeind. Und wälzt sich hier bei Eminetes auf. Wer ruft? Wer kommt da angelaufen? Ach, du bist das. Einer der Ältesten von der Siedlung. Ach, Kitten von Zongel, was machst du denn hier? Der ist so lieb. Ja, komm, wir gehen in die Richtung. Wir können nur schauen, ob vielleicht Nicole hier ist. Ne, das ist nicht Nicole. Das ist ein Ohr. Der hat nur ein Ohr. Komm, wir gehen mal hier die Straße entlang. Komm. Pss, 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 pss.
Entweder kommst du mit oder wir müssen wieder hochgehen. Na, du bist auch einer der Ältesten. Oh, hier ist der Lieblingsspielplatz für Katzen. Ein Haufen Sand. Komm her. Nicht, dass du dich verläufst. Der ist so lieb, der Gelbe von Zongül. Aber das sind alle Kitten von Zongül. Sind alle richtig lieb. Na komm, du kleiner Schatz. Komm hier lang. Komm, wir biegen hier links wieder ab. Geh nicht zu weit weg. Nicht, dass du dich verläufst. Komm. Komm, sei nicht so neugierig. Komm. Geh da rum. Der ruft da. Emino! Na, wie kommt es, dass du hier einfach ausgewandert bist in dieses Haus, Emino? Ja, was? Was ist Emino? Was? Emino? Na, du kleiner süßer Schatz. Was ist los mit dir? Warum läufst du von zu Hause mal wieder weg? Was ist los? Komm, Kitten von Zongül, komm. Du bist doch auch ganz lieb. Na ja, komm, wir machen mal einen kleinen Bogen. Oder wollt ihr nicht? Komm, wir gehen in Richtung Haus, komm. Komm, Emino, komm. Der ist so glücklich, wenn ich zu Hause bin. Ich bin so selten zu Hause. Der ist einfach froh, wenn ich zu Hause bin. Er ist froh, wenn er mich hört. Ich glaube echt, mittlerweile ihn mit wieder in den Laden zu nehmen. Da wird er sich sicherlich ein bisschen wohler fühlen. Na, Bounty? Ach, Pünktchen. Pünktchen will mir immer was sagen. Die hat immer was zu erzählen. Was ist Pünktchen? Na komm. Komm, wir gehen mal hier hoch. Kommt. Ist gerade ein starker Wind. Na, die freuen sich ja hier. Emino, kommst du auch mit? Na, kommt. Emino, wo bist du? Komm. Komm.
Gelemino. Gelemino. Komm, wir gehen mal hier zum Grillplatz. Gelemino. Das Kind von Songül ist ja lieb. Der hört ja richtig. Gell? Gell? Pss, 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 pss. Na, der ist ja richtig süß. Und da scheinst du dich hier irgendwo auf. Gelemino. Hör auf zu schreien, komm, gell? Gelemino. Na, die Silvia ist hier. Na, Silvia. Alles gut? Nicht schreien, Emino. Komm. Komm. Gelemino? Gell? Gelemino? Na, Pünktchen, nicht ins Wasser fallen, wenn du da Wasser trinken willst. Mal sehen, wer noch. Kelemino! Ja, hier ist unser Grillplatz von der Siedlung. Nee, Emino, komm, wir gehen, Emino, komm. Kommt. Na, Thomas, hält sich etwa auch hier auf, du Popel mit Senf. Und ich habe mir so Sorgen gemacht um dich 2, 3 Tage, wo du bist. Du hältst dich hier auf. Gelemino! Gel! Komm, wir gehen hier den Park runter. Komm, den Parkplatz. Na, das Kind von Songül kommt ja super mit. Na, Emino. Emino, komm, wir gehen. Ja, und hier ist das Auto von der blöden Schabracke. Und ich habe sie neulich gesehen. Ich habe sie gefragt, willst du denn nicht dieses Jahr die Siedlung verlassen? Da sagt sie zu mir, nee, ich will renovieren. Sie wartet, bis die Leute weg sind. Ich dachte, na super, das hat mir noch gefehlt, dass du noch renovierst, ey. Die alte Schabracke. Die will renovieren, das heißt, ich werde sie den Winter nicht los hier wahrscheinlich. Die will was am Dach machen. Lady Di, komm.
Na, Lady Di. Ja, komm. Du warst vorhin zu Hause und hast gefressen. Komm. Kill me now. Alle hauen ab dieses Jahr von der Siedlung, nur die alte Schabracke ist noch da. Blöde Schabracke, der Katzenfeind hoch 3. Na, wer kommt jetzt angerannt? Das kann nur ein Auge sein. Ah ne, das ist Katja. Ja, alles gut, Katja. Schau mal, die Katzen sind mehr zu Hause. Es ist halt frisch am Abend mittlerweile. Na, ein Auge, da bist du ja. Denn du, ohne dass du bei mir in der Nähe bist, wenn du mich hörst, geht ja gar nicht. Komm, Luzifer, komm raus. Luzifer ist schon ein komischer Kauz, der kommt rein, aber der kommt nicht raus. Kill me now. Na Saskia, bist du auch neugierig, was hier ist? Hm? Bist du auch neugierig? Afrikaner, hier bist du. Ich habe mich schon gesagt, wo du bist. Das zweite Afrikaner Kind. Das ist hier in der Höhle. Das zweite Afrikaner. Na, Sunny, du hast mich auch jetzt gehört, ne? Jetzt kommen die Anhänglichsten. Der Schwarze. Gelemino! Gelemino, gell? Hier sieht man das Afrikaner, das Häuschen angenommen hat und da schläft. Hier ist einmal der Emino, der geht gleich zum Nassfutter. Die Saskia ist da. Jetzt ist die Bella da. Na, Erstgeborener, bist du auch ins Haus gekommen? Hier sieht
Bunte. Da sieht man Anor. Ja, die haben halt keine Lust, das ist mittlerweile sehr frisch. Und wir haben ja, also ihr hattet ja die Zeitumstellung. Die gibt es ja bei uns seit Jahren nicht mehr. Jetzt ist es ja schon offiziell Winter. Seit gestern Nacht. Und da sieht man Bella. Erstgeborener. Mama Elif. Das Kitten von Saskia. Enkelkind. Saskia ist wieder im Haus. Und unser heutiges Thema Saskia, sieht man, dass sie sich hier zu Hause eingelebt hat. Wir haben alle gedacht, dass sie wegläuft. Also ich war nicht der Einzige, ihr selbst habt sicherlich auch alle gedacht, sie läuft weg, sobald die Tür auf ist. Die sehen wir nicht wieder mehr. Aber schaut mal, da haben wir uns alle getäuscht. Da haben wir uns alle geirrt. Enkelchen, du gefällst mir nicht. Ich mag dich jetzt nicht wieder mit dem Kescher fangen. Sunny, du bist nicht die Einzige, die hier ist, okay? Erstgeborener ist seit 2019 hier. Ja, und ich muss mich wirklich noch daran gewöhnen, dass Pepper nicht mehr hier ist. Der war immer gleich in meiner Nähe, wenn ich hier zu Hause war. Hier sieht man die hübsche Sylvia und die hübsche Erstgeborene. Auge sauber gemacht. Und schaut mal, wie süß das Baby. Na Jutta, geh doch da weg. Ich wollte gerade das Baby zeigen. Dich habe ich nicht gekraut, ne? Deswegen bist du sauer. Ja, und das Enkelkind Nummer 2 hatte sich unten eingelebt und es ist wieder verschwunden. Nachdem ich es mit dem Kescher gefangen hatte und es ein Langzeitmittel bekommen hat, hat sie sich nicht mehr wohlgefühlt da unten. Und du bist ein richtig kleiner süßer Schatz, nur mal nebenbei. Ein richtig kleiner süßer Schatz bist du. Die sind eifersüchtig. Na, Zarte, na, dass sie dieses Häuschen so akzeptiert haben, na, dass ihnen das so sehr gefällt, hätte ich echt nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass ihr euch hier so wohl fühlt, ehrlich gesagt.
fühlst dich weg mal nicht. Und schau mal, überall Katzen, die gestreichelt werden wollen. Schau mal, wo Mini-Pirat liegt. Und der Schwarze war im Spiel und wenn mich gesehen hat, ist er gleich zu mir gekommen. Ja, ich mag dich doch auch. Ich mag dich doch auch, mein Schatz. Ja, ich soll doch nicht dort, nicht dort. Ich soll doch nicht die Hose kaputt machen. Du hast dich so gut getan. Und ich werde deine Augen operieren lassen, dass du einen besseren Durchblick hast, okay? Okay, das verspreche ich dir, das werde ich für dich machen. Okay, erstmal dein Fit gesund werden. Ja, ich mag dich doch auch. Ja, nicht auf mich ganz drauf. Ja, komm hier, ich bin doch hier. Du brauchst mir nicht ganz auf dem Rücken zu klettern. Ich kraul dich doch, das siehst du doch. Du wirst da unten. Und hier ist der andere Afrikaner mit weiß, mit weißem Bauch und hier ein bisschen weiß, du kleines süßes Mäuschen. Na, und du bist hier der neue Anhängliche, ne? Du sagst auch, kraul mich auch, ne? Du kleiner süßer Schatz. Du bist nämlich auch zahm. Es war nicht einfach, dich aus den Autos zu bekommen. Da warst du richtig flink und hier bist du so ein langsames Baby. Ja, Sunny, kannst du mal bitte vom Blickfeld gehen? Der kleine Schwarze sagt, kommt und kraul mich auch, sagt der kleine Süße. Habt ihr das gesehen? Ja, du bist aber hier so dünn. Du musst so schnell wie möglich zunehmen. Du frisst so langsam wie eine Schildkröte. Ja, da sieht man Saskia. Die ist jetzt auch wieder hier. Man sieht die überall. Die fühlt sich also sehr wohl hier. Schau mal, Sylvia und Saskia sehen von oben ganz gleich aus mit den drei Farben. Oh, jetzt bin ich aus Versehen auf deinen Schwanz getreten und du warst genau vor meinem Fuß. Na, bist du raus aus deinem Haus? Der wohnt da, der Getigerte. In dem Häuschen da. Und da sieht man den Arnor, der hier spielt. Und Opa Selim will von mir verschwinden wahrscheinlich. Na, du bist aber auch ein ganz süßer Schatz. Der wird auch schnupfen. Ich hoffe, das wird was, das jeden Tag beim Tierarzt, sieht er das? Der hat Schnupfen. Sunny, schau mich nicht so an. Okay? Na, seit 4 Tagen fahre ich dich jeden Tag zum Tierarzt und man sieht, dass du immer noch Schnupfen hast. Geh mal schön in das warme Bettchen rein wieder. Du brauchst nicht neugierig sein. Hier sind die mit Schnupfen. Der kommt auch jeden Tag zum Tierarzt. Der von Songül, der kleine Getigerte und Mini-Pirat. Diese drei kommen wegen Schnupfenbehandlung zum Tierarzt jeden Tag. Und der Emil kommt auch jeden Tag.
Da sind meine kleinen Schwarzen. Sunny, lass den kleinen Schwarzen in Ruhe. Kitten von Songül. Aber ich denke mal, 4 Tage Philisterin war jetzt gut für die. Schwarze wird auch immer mutiger. Der süße Schatz. Ne, die gehen jetzt seit Tagen zum Tierarzt und ich wundere mich, dass der Schnupfen immer noch so stark ist, dass sie immer noch so einen Schub Niesen haben. Süßer, neugieriger Schatz. Und schaut mal, wie schön sie sich alle verstehen. Enkelkind, Jutta, das Kitten von Songül, von Saskia meine ich, Entschuldigung. Da sieht man die Bella. Hier sieht man den Pelle. Na, Pelle, dich haben wir doch noch nicht gesehen. Na, Songül. Der Petra. Petra verkraul mich. Wo ist der Sandro hin? Wo ist der Sandro hin? Sandro, kommst du nicht mehr hoch? Weiß nicht, wie du hochkommst. Sandro, kommst du nicht mehr hoch? Warte, ich hol dich hoch, okay? Warte, ja, warte. Ich komm schon, Sandro, warte. Warte, du kleiner Schatz. Nicht mal in dein Revier, okay, Sandro? Ich bring dich mal wieder hoch. Nein, nicht so sein, Sandro. Geh mal wieder in dein Revier, los. Ja, Sandro, du musst eigentlich wirklich zum Elmar. Ich soll dich mal zum Elmar schicken. Das ist in Antalya. Der kleine Schatz. Es ist nur in Antalya, das Elmar. Und ich komme da wirklich nicht hin zur Zeit. Vielleicht, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ab Mitte November. Und das werde ich noch machen für dich. Würde ich zum Emma schicken. Nur das Emma kostet in der Türkei 13.000 Lira. Die Preise in Deutschland kenne ich nicht. Das Emma. Jetzt ist er am Fressen, hat sich halt verlaufen.
Na, das ist ja alles deine Spielzeuge hier, ne? Ich glaube, wir wechseln das Zimmer richtig zum Spielplatz. Mehr Spielzeuge aufhängen, machen. Und wer spielen will, soll dann herkommen. Kein Futternapf mehr hier hin, sondern einfach richtig zum Spielen bereit machen. Und schau mal, der Schwarz hat sich sehr gut getan. Den haben wir jetzt in jedem Raum gesehen. In jedem Raum ist er uns entgegengekommen. So gut geht es ja mittlerweile. Na, und das ist hier so süß, das Kind von Saskia. Na Sunny, ihr seid alle hier, wie als wenn ihr schon immer hier wärt. Ne? Na, schau mich nicht so an, Bella. Also ich bin wirklich froh, dass alles gut geklappt hat hier mit den ganzen Katzen vom Balkon. Wir haben ja noch 11 Katzen beim Tierarzt. Wir müssen dann schauen, wie die anderen sich entwickeln. Aber ich denke mal, das wird ganz gut sein, weil die kennen ja die anderen Kitten alle. Nicht wahr, Anoa? Der Afrikaner, wo willst du hin? Hier kann man echt durchgehend immer was beobachten, immer was anschauen. Schaut, jetzt habe ich mich hier hingesetzt. Jetzt ist Sunny neben mir gekommen. Der Schwarze wollte zu mir und sie hat ihn gleich verjagt. Und jetzt will die Sylvia her. Kinders, wir sind gerade auf Sendung. Wir spielen später, okay? Versprochen. Ich kraule euch wirklich heute noch. Das könnt ihr mir glauben. Ja, und die Afrikaner haben sich auch sehr gut getan. Der Arno ist richtig im Spielmodus. Ja, was ist, Silvia? Alles gut. Da sieht man den Arno. Die Sunny ist schon auf meinem Schoß. Ja, Sunny, du hast auch deine zweite Impfung bekommen. Vor einiger Zeit und ich denke mal, dich können wir dann noch zum Kastrieren schicken. Na, was ist, Silvia? Was ist? Nun, schon mal dort hinten ist Erstgeborener oben. Die schaut auch ganz eifersüchtig. Die Zicke ist da. Die Jutta schaut auch ganz eifersüchtig. Afrikaner schaut mich auch an. Jetzt ist Bounty da, die bunte. Das Gelbe von Songül. Und du bist, ihr seid so hyperaktiv, die Afrikaner. Jetzt wollen alle gekraut werden. Also kaum setzt man sich hier hin, sind die gleich alle bei einem da. Und wollen gleich gekraut werden. Jetzt schaut Arno ganz eifersüchtig. Aber der geht sich ein bisschen stärken. Na, Bunte? Ja, und Emino ist erst nicht ins Haus reingekommen.
Seit war draußen und ist wieder weggegangen. Ja, alles gut. Wir schmusen später, okay? Nimm mir sowieso mein Bett weg. Yes, Sunny, ich hoffe, du findest nicht den Weg zum Bett runter. Du wirst ja nur neben mir liegen, das weiß ich. Jutta, lass das Baby schlafen. Sunny, ich laufe vor dir weg. Und die Kleine vom Laden, die kleine Süße, die ist ja im Laden aus Sicherheitsgründen, damit sie sich nicht ansteckt hier. Und die hat sich auch so gut getan, die spielte so süß. Ach Saskia, du bist ja auch im Katzenhaus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Emino? Wo bist du schon wieder hin, Emino? Wo bist du schon wieder hin, Emino? Hm? Wo willst du hin, mein Kleiner? Hm? Na, was ist? Wo bist du schon wieder hin, hä? Wo ist Luzifer? Ist Luzifer nicht wieder reingekommen? Na, dass du mitkommst, war wieder klasse, Honey. Und Saskia, fühlst du dich echt wohl hier, ne? Ich bin so froh, dass du nicht weggehst, Saskia, dass du doch hier geblieben bist. Schaut mal. Dann sollen wir auch mal sich hier ein bisschen miteinander beschäftigen. Ach, hier bist du kleine süße Maus. Hier ist ja das andere Kitten von Saskia. Na, Saskia, wo willst du hin? Deinen Blick kennen wir, Saskia. Saskia, übers Tor kommst du bestimmt. Ja, man sieht hier. Vorm Haus, im Schlafzimmer, unten auf der Terrasse, auf dem Balkon. Man sieht hier überall Katzen. Ich bin froh, dass sie sich auch verstehen. Sonst kann es wirklich sehr anstrengend werden. Ich bin froh, dass das gerade alles sehr friedlich ist. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Einige sind ja auch wegen Pepper nicht gekommen, weil Pepper bei einigen gleich aggressiv wurde. Mal schauen, wie sich das entwickelt, wenn die merken, dass Pepper leider nicht mehr da ist. Das werden wir uns alles immer anschauen. Und ich halte euch auch immer auf dem Laufenden, was hier immer mit den Katzen passiert. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne.
Und wie gesagt, wenn euch jemand anschreibt mit irgendeinem Profil, wo man mein Profilbild hat oder einer, der sich als Cats and Gold oder als mich darstellt, das sind Fake-Profile. Wenn sie von euch Geld verlangen, ich verlange von niemandem Geld. Es gibt gerade einer, der heißt Cats Gold. Nicht Cats and Gold, sondern Cats Gold. Und der schreibt ständig die Leute an und verlangt Spenden für eine Perserkatze, die behandelt werden muss. Also sowas stimmt nicht. Es gibt keine kranke Perserkatze. Es gibt 15 Straßenkatzen, die gerade behandelt werden. Und mit denen ich jeden Tag beim Tierarzt bin oder auch einige beim Tierarzt sind. Von daher, wenn jemand euch irgend so einen Quatsch schreibt mit wir suchen Spende für eine Katze, das stimmt gar nicht. Gleich bei Facebook melden. Ne? Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.